Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Lispo-Talk. Ich zu Gast habe Florian Ast. Er ist Schweizer Musiker und Mundartsänger, der schon fast sämtliche Alben zum Gold- oder Platin-Status gebracht hat und mit seinem Lied «Tränen» eines der überhaupt erfolgreichsten Lieder in der Schweiz gemacht hat. Hallo Florian. Hallo. Jetzt für die, die ihn vielleicht gleich noch nicht so kennen, kannst du vielleicht kurz Wort zu deiner Musik sagen. Was machst du so? Das ist immer so schwierig, man muss über sich selber etwas erzählen. Ich sage es einfach so, ich bin ein Musiker. Und der Rest ist ja nur recherchiert. Ganz genau. Also. Die Themen, die du ja hast, sind so, oft geht es um Liebe, Schmerz, Hass, Beziehungen, so. Es hat auch das eine oder andere vielleicht politische drin, so. Wie findest du die Inspiration, wie findest du die Ideen für deine Songs? So? Das ist verschieden. Es ist sicher nicht alles autobiografisch oder sehr wenig autobiografisch. Ich kann so wie hier durch die Lispo laufen und dann beobachtet man vielleicht eine Situation oder sieht man jemanden und dann kommt man so auf eine Idee, ein Lied zu machen. Kürzlich bist du zur Gelegenheit gekommen, Vater zu werden. Jetzt ist schon das zweite Kind unterwegs. Wie hat vielleicht das Ereignis deine Songs, deine Musik, dein musikalische Baby beeinflusst? Ich denke, es gibt ja viele, die sagen, man verändert sich wahnsinnig, wenn man jetzt Papa wird oder wenn man älter wird. Mir tut es mich nicht gross verändert, ich bin immer noch genau der gleiche. Im Gegenteil, ich habe ein riesiges Glück, dass ich einen gesungenen Bub habe. Und bin sicher sehr stolz auf Vater. Aber ob jetzt die Musik dann auch noch beeinflussen kann, jetzt, ich habe ein Lied geschrieben für ihn, das auf dem Wunschalbum ist, das jetzt gerade auf dem Markt ist. Und das Lied heisst «Dein Lied». Nein, stimmt nicht. Wie heisst es? «Du und ich» heisst es. «Du und ich». Dein Lied ist was Neues. Über den Sohn Leon. Habe ich in das Lied geschrieben, ja. Genau, okay. Es ist da so ein Lärmpegel irgendwie. Ja. Es ist schwierig, sich zu konzentrieren. Wir versuchen gleich fokussiert zu bleiben. Wunschalbum, hast du noch gesagt, das ist das Album, das letzten Winter rausgekommen ist. Mhm. Und kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Ja, es ist ein Album mit 75 Liedern. Von 130 Songs, die ich bis jetzt veröffentlichen durfte. Und ich finde es schön, ja, dass ich so ein grosses... Hey! Hallo! Das ist auch auf diesem Album drauf. Genau. Ist das auch für dich so ein kleiner... Ist das auch für dich so ein kleiner Rückblende? Um noch über dein Werk durchzugehen? Oder was war der Grund, warum du das jetzt rausgebracht hast? Was der Grund ist von einem Best-of? Ja. Der Grund? Also nein, jetzt spezifisch das Best-of einfach. Der Grund ist immer bei einem Best-of, dass die Plattenfirma noch schnell viel Geld verdienen will. Darum macht man solche Best-of. Aber wo ein richtiger Fan hat, ja, hat ja das Album schon daheim. Genau. Eigentlich. Aber es ist natürlich ein schönes Andenken, eine schöne Sammlung. Und ich finde, man ist recht Mühe gehabt mit dem Booklet, mit dem Cover. Und anhand von diesen Sachen kann man, glaube ich, etwas so Wertvolles machen, wo man dann die haben muss. Aber nur so ein billiges Schulcase finde ich auch ein bisschen mickrig. Das heisst, der Fan bekommt jetzt alle Lieder aufs Maul, die er gerne würde haben. Das weiß ich nicht, ob es alle sind. Es sind 75 Lieder. Genau. Die aber nicht ich ausgesucht habe und es war schon nicht meine Idee gewesen. Ah, so eine Produzentenfirma. Plattenfirma, so. Ja. Könnte man dir ganz böse sagen, du hättest das gar nicht gemacht, oder? Doch, stehst schon dahinter. Ich finde es natürlich schön, dass überhaupt eine Plattenfirma so etwas macht mit dem. Und dass man überhaupt 75 Lieder kann veröffentlichen kann, ist echt Wahnsinn. Ja. Mit 40. Aber ich hoffe, es geht immer weiter. Und darum sind so Best-of-Alben für mich immer so ein Abschluss. Aber ich tue lieber vordenken und arbeite lieber schon neue Projekte. Ich bin ja noch sehr jung und gerade so im Kollegenkreis sind wir auch noch vor allem in diesem Berufswahlthema, wie geht es weiter, was schlägt man für einen Weg ein. Jetzt wollte ich fragen, wie hat bei dir das eigentlich das Ganze angefangen? So, kannst du da ein bisschen erzählen, vielleicht auch Tipps geben? Ja, Tipps, man muss im Leben das machen, was man gerne macht und wenn man fest daran glaubt und aber auch etwas macht dafür, dann kann man alles erreichen. Aber du hast angefangen mit Kindergärtner, glaube ich. Hast du also ein Praktikum mal gemacht? Ja, also ich habe angefangen zu Langenthal als Lehrerseminar nach der Schule. Und ja. Dann habe ich es abgebrochen, dann Wirtschaftsmittelschule zu Bern und
Kindergarten-Lehrerseminar später, das hat es ja dann noch gegeben. Genau. Und habe dann ein Praktikum machen und das durfte in einem Musikladen machen. Und dann bin ich wieder happy gewesen. Bin ich jetzt mit meiner Musik gewesen. Und dann hast du eben gemerkt, nein, Musik ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und bist ja, immer noch Musik machen. Ja, das schon, aber es hat, aber hast du gemerkt, so ein normaler Beruf in Anführungszeichen ist vielleicht doch nicht das. Gut, welcher Beruf ist denn normal? Ich meine, auch Musiker ist eigentlich ein normaler Beruf, nur gibt es keine Berufslehre. Also es gibt das Konservatorium, aber jetzt in der Popmusik gibt es noch keine Ausbildung. Ich glaube, es gibt immer wie mehr die... in Zürich gibt es glaube ich so eine Schule, wo man mittlerweile das kann auch lernen kann. Aber schlussendlich ist es wie Lotto spielen. Es klingt nicht manchmal dann... Ja, gerade wenn wir sagen, am Konservatorium da hast du, sagen wir jetzt vielleicht mal, handwerktechnisch hast du nicht Ausbildung, aber wegen dem bist du noch nicht erfolgreich. So. Ja, sicher. Also Ausbildung zur Musik. Ich habe schon mit sehr vielen Musikern gearbeitet, die aus dem Konservatorium kamen, die mich überhaupt nicht berührt haben. Es ist alles so technisch und wirklich Qualität studiert. Und, ja. Aber es hat nichts... Es gruft nicht. Und wenn der Gruf fällt, kannst du noch so viel üben und lernen. Das ist das Wichtige, das muss man haben als Musiker. Und den kannst du haben ohne Konservatorium, aber kannst du noch haben mit Konservatorium. Aber es ist, glaube ich, in jedem Beruf ähnlich. Es gibt einen guten Coiffeur und einen schlechten Coiffeur. Und beide haben die gleiche Ausbildung. Ja, es geht um die Leidenschaft schlussendlich. Ja. Oder? Ja. Mir nimmt es jetzt gleich mal Wunder, also eben, du bist dann hauptberuflich zum Musiker geworden quasi. Wie ist das heute? Früher ist es ja wirklich um die Plattenverkäufe gegangen und auch um Konzerte und so. Wie sieht man, wie ist das heute? Wie verdient man da sein Geld als Musiker? Es ist natürlich schwieriger geworden, wo Plattenverkäufe sind zurückgegangen. Aber wiederum ist das immer passiert. Es hat immer so Generationen gegeben. Es hat Platten gegeben, dann ist Platten zu Boden wegen der CD oder wegen der Kassette. Und dann ist die CD gekommen, dann kommt MP3. Es kommt immer etwas Neues. Ich glaube, man muss einfach immer probieren, am Ball zu bleiben. Was jetzt gerade ist passiert, ist brutal eigentlich für die Musikindustrie. So ist es noch nie passiert, weil es halt illegal im Internet stattgefunden hat. Aber auch das wird man mittelfristig in den Griff bekommen. Mhm. Und auch mit denen, es gibt auch noch so einen gleich illegalen Weg im Internet, mit den ganzen Streaming-Diensten und so weiter. Wie siehst du, kannst du von denen profitieren oder ist das gar nichts für dich? Gut, so illegal sind die gar nicht mehr. Ja, Spotify ist so gross geworden, dass man müssen sagen musste, man kann gar nicht die verklagen. Es ist gar nicht gegangen. Also, ich glaube, Facebook hat es dann übernommen und Plattenfirmen haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt da nichts gross, gebt uns einfach einen kleinen Teil. Und Spotify hat dann einen kleinen Teil in abgeboten. Das ist, glaube ich, 0,006 Rappen pro Stream. Pro Stream. Ja, wo aber die Industrie bekommt, die Plattenindustrie. Und noch das wird dann aufgeteilt an Künstler, an Tourhaber, also ist nichts. Also mit anderen Worten, du kannst das gar nicht nutzen. Nein, bevor ich hier einen Schluck Wasser trinken. Wer's du vermachen? Also, jetzt im einen Song singst du all die tiefen Sachen, die ich sofort machen, wenn ich Bundesrat könnte sein, ja. In deinem Song Bundesrat. Was würdest du jetzt noch machen? Was willst du noch mit deiner Musik erreichen, so in Zukunft? Ja, ich weiß nicht. Ich würde weiterhin erfolgreich Musik machen, nur das weiß man nie, oder? Es wäre schön, wenn es so weitergeht mit der Musik. Ich werde weiterhin Lieder schreiben. Das ist das, was ich gerne mache. Und glaube ich, mit 40 Jahren darf ich sagen, oder nach einem Best-of mit 75 Liedern, das kann ich. Ich habe jetzt noch... Der Bundesrat wird ja auch noch werden. Ja. Aber erst mit 50 so. Erst wenn du das ganze Turbulente hinter dir hast. Die junge Bundesräte sind nicht gut. Sie müssen Lebenserfahrung haben. Ab 50 kann man Bundesrat werden, dann ist es okay. So quasi als Einstiegsgrenze. Das wäre eigentlich eine vernünftige Einstiegsgrenze. Aber sind denn da Musiker richtigen Leute als Bundesrat? Wir kommen ja wie Geschäfts-, kleine KMUs, wir sind selbstständig Erwerbende, wir haben ein Geschäft müssen aufbauen, nebst dem, dass wir unsere Leidenschaft haben. Also wären das doch sehr gute Bundesräte. Und wir kennen das ganze Land, in- und auswendig. Wir haben überall gespielt schon. Frag mich etwas. Apropos ganzes Land. Ich habe
Vielleicht ist das ein bisschen falsch. Ich weiss zum Beispiel, die St. Gauer, die reden ganz anders als die hier. Das ist so, ja. Aber eben, das ist ein gutes Stichwort, nämlich die Sprache. Würde mich jetzt noch wundern. Ich habe so ein bisschen beobachtet, oder ich habe das Gefühl, dass die Schweizer Mundart eine Zeit lang doch eher noch einen kleinen schweren Stand hatte. Und jetzt mit gewissen Leuten wie du auch unter anderem, man hat sich so ein bisschen etablieren können. Wie siehst du da noch die Entwicklung in Zukunft? Hast du Echo gesehen gestern? Nein. Ich finde, das ist ein Paradebeispiel, so muss man es machen, wie es Deutschland macht mit ihrer Musik. Sie schätzen die während der ganzen Echo-Verleihung, also es war eine Aufzeichnung, aber gestern ist es im Fernsehen gekommen, sind so viele deutschsprachige Acts gekommen. Und dort sollte man hinschauen. Das finde ich cool. Aber du siehst da schon auch noch Potenzial in der Schweizer Musikindustrie, Mundartindustrie, also auf den Leuten wertschätzen. Es gibt so viele Mundart-Acts wie noch nie. Also, zu der Zeit, als ich angefangen habe, haben mich alle ausgelacht. Es hiess, Mundart und so. Und die gleichen, zum Teil Kollegen, singen heute Schweizerdeutsch. Mhm. Und mit denen habe ich ausgelacht. Aber total. Nein, weißt du, ich brauche das nicht, hey, ich mache lieber voll. Weißt du, ich will die ganze Welt und so. Viel Spass. Ist dir das so ein bisschen auch dein Erfolgsrezept? So, dass Mundart und von Anfang an authentisch zu dem stehen, wo man herkommt? Ja, sicher. Ich schaue zu meiner Sprache. Gut, wenn ich jetzt besser vielleicht Englisch könnte oder Chinesisch, weiß nicht, hätte ich es vielleicht probiert. Super. Ja. Horti. Also singen wir. Komm, wir machen noch schnell fertig reden und dann singen wir es zusammen. Ist gut. Also Florian, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Möchtest du noch abschließende Worte irgendetwas sagen? Ich habe Tränen in meinen Augen und drin spiegelt sich dein Gesicht. Ist ein Traum, der sagt für immer, wo kann gehen und nie wird nehmen. Jetzt kommt eben die Webpartnerin, aber sie ist heute nicht da. Merci vielmals. Ja, ich glaube, das lasse ich so im Raum stehen. Merci vielmals. Merci auch vielmals. Und dann würde ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, merci, dass ihr zugelassen und zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Merci.